Peace Leute, wie geht's euch? Willkommen zum nächsten Teil unserer, sag ich mal, Fortitude Stories. Und heute geht's vor allem um das Thema Trainingsbooster, unsere Erfahrung, unsere lustigen Erlebnisse und so weiter. Ja, im letzten Video haben wir über unsere Ernährungserfahrungen und so weiter geredet, was wir da für absolute Freaks waren. Und es sind auch wirklich sehr viele lustige Details. Das könnt ihr euch nochmal hier euch anschauen, wenn euch das interessiert. Ja, einfach in die Infokarte klicken. Ja. Und jetzt heute geht es vor allem jetzt, wie gesagt, über Booster. Und wir haben da viele lustige Erfahrungen gemacht. Und jetzt erstmal nochmal, wie bin ich in das ganze Booster-Thema reingekommen? Also es war so, habe ich ein Praktikum im Krankenhaus gemacht und es gab immer verschiedene Schichten. Ich war damals noch 17, also musste ich, glaube ich, immer eine halbe Stunde früher kommen. Das heißt, ich hatte um 9:30 Uhr die Spätschicht. Normal beginnt die Spätschicht, glaube ich, um 10 Uhr. Oder man konnte noch um 6 Uhr die Frühschicht nehmen. Und ich habe mich dann, am Anfang habe ich immer die Frühschicht genommen, aber irgendwann habe ich dann halt, irgendwie hat mir es dann mehr getaugt, die Spätschicht, also um 9:30 Uhr genommen. Und dann war es so, dann bin ich immer davor trainieren gegangen. Und wenn man sich das anschaut, 9:30 Uhr, das heißt, ich musste ungefähr um 6 Uhr ins Training gehen, dass ich dann halt mich noch duschen konnte und alles Mögliche. Das heißt, ich bin eigentlich direkt zum Training gegangen, wenn das Gym geöffnet hat. Also ich stand eigentlich immer vorm Gym und der Mann hat die Tür aufgesperrt und ich bin mit ihm zusammen reingegangen. Das war so lustig. Ja, das ist so mal die Sache. Und es war so, ich musste halt um 5 Uhr aufstehen. Dann habe ich halt immer, was hat das denn mit den Boostern zu tun? Es war so, da hatte ich halt, habe ich meine ersten Booster immer begonnen zu nehmen. Das war nämlich einmal der NO-Explode 2.0. Der erste Booster von dem NO-Explode, also der NO-Explode einfach ohne 2.0, der war anscheinend, war damals, sag ich mal, ein Hardcore-Booster, also der wurde übel gehypt und so weiter. Und es ist ja oft so, der zweite Booster dann von so einem Hardcore Booster, nachdem der Hardcore-Booster verboten wird oder weil da irgendwelche Substanzen drin sind, ist dann oft nicht mehr so krass, aber er lebt noch von seinem Namen und deswegen kaufen die noch viele Leute. Und ich habe diesen Booster gekauft und der hatte eigentlich von den Inhaltsstoffen so richtige Scheiße. Das war einfach nur Koffein und die Beta-Alanin, das ist kribbelt. Ja, das geiler immer, Shit. Ja, das habe ich immer in der Früh halt genommen und dann bin ich immer mit diesem Kribbeln. Ich wusste am Anfang nicht, dass es von Beta-Alanin kommt. Es war nämlich der Winter, bin ich mit dem Fahrrad gefahren und habe mir gedacht, scheiße, meine Haut ist so trocken, weil mir hat es immer hier so runter gekribbelt und ich bin halt immer in der kalten Luft gefahren. Hast du die jeden Tag oder was? Ja, ich habe immer vor. Bei jedem Training. In der Früh, also um 5 Uhr in der Früh, habe ich halt Frühstück, so ein bisschen ganz grob, weil mit vollem Magen trainieren ist scheiße. Also ein bisschen Haferflocken wie immer. Und dann habe ich halt immer noch, ich habe den damals noch so halt im Shaker gemacht, so rein, geschüttelt und dann halt noch runter getrunken und dann bin ich ins Training. Aber man kann sagen, ungefähr von der Stärke war das ungefähr wie so 2 Kaffee oder so, weil bis auf das Beta-Alanin hatte er eigentlich keinen Inhaltsstoff. Halt wahrscheinlich noch Geschmacksstoffe, weil es war damals noch Blueberry-Geschmack, kann ich mich noch jetzt erinnern. Ja, und das war halt mein allererster Booster, den ich jemals irgendwie genommen habe. Da bin ich einfach damals in so einen Supplement-Store hier in Landshut gegangen, habe gesagt, ich brauche einen Booster, hat er gesagt, ja, der ist gut, dann habe ich gesagt, okay, nehme ich direkt mit. So war das und dann bin ich umgestiegen auf den Assault, der war eigentlich genau das gleiche, bloß einfach anderer Name von einer anderen Firma, so ein richtiger Medium-Booster. Und jetzt kommen wir aber langsam wirklich, wie wir dann einsteigen, in die Hardcore-Booster-Szene. Wie hast du nochmal die Probe gekriegt da eigentlich? Ach so, ja, ist das nicht noch älter? Das wissen, nee, das ist viel später dann. Echt? Ja, ist echt viel später. Okay. Weil das im Krankenhaus, da war ich immer 17 und alles. Also das waren richtig meine Anfänge. Ja, okay. Ja, jedenfalls, das war quasi so, Köln hat irgendwie mal so eine Boosterprobe gekriegt. Wollen wir erst nochmal zum NARC-Booster, weil das war dann deine allererste. Weil NARC war sicher, das hast du in Barcelona zum ersten Mal genommen. Nee, Mann, wir hatten das davor. Die Probe war sau früh, Jonas, Mann. Jonas, du hast NARC schon längst davor genommen. Nee, ich schwör dir. Nee, du hast doch, das heißt, du hast davor noch nie NARC genommen. Ja. Das war die Unstoppable-Probe, Jonas. Ja, ich weiß, die Unstoppable-Probe war das nicht das erste. Nee, Jonas, das war so, du warst in Barcelona, hattest einen Hardcore-Booster und davor kannten wir gar keinen Hardcore-Booster. Das weiß ich 100%. Das war so, du hast damals in Barcelona den Hardcore-Booster genommen zum allerersten Mal. Das war der erste Booster, der richtig Hardcore war. Und dann war so, dann habe ich mir den Auge immer bestellt, dann haben wir eine Probe, habe ich zum Beispiel bei irgendwelchen Supplement-Bestellungen eine Probe dazu bekommen. Ach, dann, stimmt. Also diese Probe. Hey, Jonas, ja. NARC-Boost war 100% unser erster Hardcore-Booster.
Dann, ich weiß also jetzt, nicht. Ab jetzt ist wieder, ja, vielleicht schneiden wir es rein. Ich keine Ahnung, ob wir das reingeschnitten haben, was wir jetzt hier vor uns hingehen. Wir haben gerade eine ewige Diskussion geführt von der zeitlichen Reihenfolge, wann wir welchen Booster genommen haben. Ja, jedenfalls, anscheinend war es so, ich war damals auf Abschlussfahrt in Barcelona und während alle Leute einen schönen Nachmittag am Strand verbracht haben, Fink, Bauer, Phil und ich, wir hatten eine Mitgliedschaft. Die Namen werden euch jetzt nicht sagen. Aber egal, aber mit drei Kumpels quasi. Wir hatten eine Mitgliedschaft für 50 Euro eine Woche in Barcelona in einem Fitnessstudio. So komplett behindert. Also wirklich, ich kann gar nicht sagen, wie dumm das war. Warte mal. Gesundheit. Danke. Jedenfalls, während alle Leute bei 35 Grad am Strand gechillt haben, haben wir einen Psycholag, der mit Narc in so einem Gym verbracht. Das weiß ich auch noch. Wir haben uns da natürlich... Wenn hinten drauf steht auf der Verpackung einen halben Scoop bis maximal ein Scoop, was machen wir? Wir nehmen uns eineinhalb Scoops oder so, das weiß ich auch noch, weil wir das halt nicht gekannt haben oder auch ein bisschen unterschätzt haben. Und dann sind wir da reingegangen, ich weiß noch, Leg Day, da habe ich auch schon irgendwie 100 Kilo, 5x5 oder so habe ich zu der Zeit gemacht. Psycho-Leg Day, also wirklich, wir haben uns so, das weiß ich noch, da hatten wir so wirklich zwischen jedem Satz, mir wurde schwarz vor Augen. Ich habe mich so hingesetzt und habe einfach... 3 Sekunden war ich so ausgenockt, dann habe ich ungefähr 3 Minuten gebraucht, damit ich wieder irgendwie auf in die Touren komme und dann sofort nächster Satz. Und dann haben wir danach noch natürlich hunderte Dropsets mit Beinpressen sowas gemacht und es komplett aus dem Leben zerstört. Ja, man muss sagen, der Narc-Booster, der war der allererste Hardcore-Booster und also die allererste Erfahrung mit so einem Booster, wo du wirklich, da gehst du rein, bist in wirklich so einem Tunnelblick und denkst dir, scheiße, was ist nur los? Und du hast halt wirklich, du kannst halt wirklich Vollgas geben. Du kannst einfach sagen, wenn du den Booster nimmst, sind definitiv deine Gewichte höher als normal. Also du kannst mehr schieben, du kannst mehr Leistung bringen. Und das, aber das, der riesige Nachteil im Narc-Booster war, nach dem Training hattest du immer so einen Down. Also du hattest es immer nicht ich fand es eher so eine Art... Ich fand es angenehm. Ich fand es irgendwie geil. Es war aber fast schon so, wie wenn du gekifft hast, ohne Witz. Ja, aber es war trotzdem... Also für mich war es immer so, du warst halt richtig down und warst so, pff, scheiße, Mann. Du warst schon ganz schön am Arsch, weil es hat halt... Man hat halt so einen Crash quasi. Also man, das Hoch ist gefolgt von einem Tief. Und ich fand es eher entspannend. Und für Köln war das eher so... Ja, also paar... Also zum Beispiel der Juli fand es, glaube ich, auch. Ein Kumpel von uns hatte einen Auffahrunfall. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, wieder eine andere Geschichte, Leute. Wir haben nur so Psycho-Geschichten am Start. Der Narc-Booster war halt unser Einstieg in die Hardcore-Booster-Szene. Und dann war es so, Jonas und ich hatten immer so eine Art, so ein, wie nennt man das, so ein komisches Credo oder so, dass wir sagen, wir fahren einmal im Jahr nach Passau und machen ein Booster-Training, wo wir uns wegschießen, so eine Art. Aber das war eigentlich noch nicht kein Credo, das haben wir das erste Mal da gemacht. Warum? Ja stimmt, da war es noch nicht, fest. Köln, lass mich die Story erzählen. Wir wollten, aber Jonas, ich muss wieder die Einleitung machen. Der Narc-Booster war halt der Einstieg in unsere Hardcore-Booster-Szene und dann war es so, warum sind wir eigentlich nach Passau gefahren, Jonas? Ja, es war so, Köln hatte bei irgendeiner Supplement-Bestellung mal so eine Boosterprobe und wir wollten einfach mal, es war langweilig, wir hatten Ferien und wir wollten einfach mal so Gyms in der Gegend erkunden und dann dachten wir uns, dass wir halt mal aus Land rauskommen, wir fahren in irgendeine Stadt und gehen nur da pumpen, weil wir einfach mal ein neues Gym sehen wollten, einfach so als, keine Ahnung, als Ausflug quasi. Ihr seht, wie freakig wir waren. Jedenfalls, Köln hatte halt diesen Booster dabei und wir hatten echt eigentlich bis dahin noch nicht so krasse Erfahrungen. Nee, es war so, sicher, ich hatte eine Supplement-Bestellung gemacht und hatte lauter Booster-Proben dabei. Ja, das war so eine kleine Tüte, so mit 1-2 Scoops. Wir hatten man nicht kommt mehr ja viel. Immer, wenn man sich Supplements oder sowas bestellt, das habt ihr sicher auch schon, viele vielleicht von euch, dann bekommt man immer so irgendwelche Proben, Proteinproben, irgendwelche so kleine Packungen, wo du halt das Produkt empfohlen bekommst dazu. Ja, das ist eigentlich ein Scoop. Und wir haben das halt geteilt, also jeder hat einen halben Scoop nur. Und wirklich, ich weiß noch, dieser Lag, der war so psycho, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wirklich, wir waren so hardcore im Fokus, dass wir wirklich, wir haben den Lag Day gemacht, natürlich war dieser Lag Day tot ist. Also wirklich, wenn ihr jetzt die Trainingslogs von mir anschaut, das ist nicht mal annähernd die Intensität. Wir sind da wirklich gewesen, Köln hat mir gespottet, durchgehend, weil ich bei den Kniebeugen, mein Credo bei den Kniebeugen war, wenn du die letzte Wiederholung hinkriegst, war es nicht hart genug. So. Und wer einmal die Kniebeuge nicht geschafft hat, der weiß, wie asozial das Gefühl ist. Jedenfalls, nach diesem Leg Day, ich weiß es noch genau, habe ich zu dir gesagt, Köln, also das war nach ungefähr, sagen wir mal, 7 Beinübungen, habe ich zu Köln gesagt, wir machen jetzt so lange Jump Squats. Ah, ja, stimmt, wir machen irgendwie so, wir haben uns gesagt, ja, wir machen 50 Jump Squats, aber wir waren schon so am Ende, deswegen haben wir noch ungefähr 20 Jump Squats. Ich weiß noch, wir sind so da gewesen
unser eigenes Körpergewicht, ohne Witz, ohne Gewicht drauf. Wir haben es nicht mehr hochgekriegt. Ich habe den Arm nachgeholfen. Ja, es war so krank auch noch bei dem Booster an diesem Tag, weil der hatte irgendwie auch so ein Mittel drin, dass du so einen Pump des Todes bekommen hast. Das war so, ich kann mich da noch erinnern, ich habe da wirklich so mein Bein angeschaut und wirklich, das ist so, der Pump ist so, du spürst so Schmerzen, das weiß ich noch. Ja eben, man hatte Schmerzen beim Pump, bei dieser Bewegung, weil normal spielen wir ja, dass der Muskel so voller wird mit Blut. Ey, und der war halt so voller Blut, so scheiße, fuck mal, was ist hier los? Boah, ich weiß noch, bei dieser Beinpresse und diesen also ja, ich war stimmt, wirklich, stimmt. Ich habe Beinstrecker gemacht und oben die Kontraktion war wirklich wie so, oh, so ein Schmerz hat mich durchströmt. Aber wir fanden es halt auch geil und wir sind auf jeden Fall, das weiß ich noch, wir haben diese Jump Squats gemacht an dem Cardio. Wir waren so aus dem Leben, man kann wirklich sagen, wir waren auf so Drogen. Krass. Wir waren so verstört, ich konnte nicht mehr klar denken. Ich weiß noch, da haben wir uns so diese Elektrolytgetränke rein und haben so einen Liter Elektrolyt einfach nur am Cardio, 5 Minuten Cardio, einen Liter getrunken. Ich glaube, wir haben in dem Training 2-3 Liter getrunken. Auch man muss auch sagen, dieser Unstoppable Booster, die Probe, die wäre jetzt extrem viel wert, weil der Booster ist von so vielen Leuten, die lieben den. Genau. So. Und ich damals habe ich es noch als kostenlose Probe geschenkt bekommen. Und jetzt wäre eine Probe, die könnte man jetzt für 5 Euro das verkaufen. Das ist halt so unglaublich im Nachhinein. Wir haben diesen Booster genommen und wussten überhaupt nicht, ah, das ist irgend so ein Booster, so eine Probe halt wahrscheinlich. Und haben in meinen Augen den härtesten Booster, den ich je genommen habe, haben den einfach per Accident, durch Zufall, haben wir den einfach reingeballert und hatten das so ein Todes-Workout. Ja, und so ist halt dann so eine Art unsere Tradition entstanden, dass wir, eigentlich müssten wir das jetzt dieses Jahr auch nochmal machen. Ja, wir machen es mal wieder. Ja, dass wir in Passau immer ein Hardcore-Training machen mit Boostern. Also wirklich, da mixen wir irgendwelche besonderen Booster zusammen oder so. Und dann war es halt so, dann ein Jahr später sind wir mit Cookie zusammen. Ja. Da ist auch noch ein Video von Cookie, den kennt ihr, der ist auch wenn schon wenn ihr Cookie noch nicht kennt, wir verlinken es euch wieder in der Infocard. Ja, mit dem sind wir dann zusammen hingefahren und es war so, wir hatten dann schon eine Liste, jeder hatte 3 Hardcore-Booster daheim und es so, dann haben wir... da kannst du es mit Garnikus sagen, mit der Liste da. Ja stimmt, da war es dann halt so, da gab es dann von Garnikus, das ist halt auch ein YouTube-Kanal, der macht immer so Produktreviews ja, und so egal. Weiter. Und der hatte so eine Liste von den Hardcore-Boostern. Was ist der härteste Booster, was... Also die Top 5 härtesten Booster, die es gibt aktuell auf der Welt. Wir hatten alle. Ich glaube, wir hatten alle damals, also jetzt ist die Liste wieder neu, aber damals waren das echt die härtesten. Hey, wir können die euch noch verlinken mal unten, die gibt's noch. Die härtesten Hardcore Booster 2015. Ah, ja, Das waren 6 Booster, wir hatten 5 davon. Ja, wir verlinken euch diese Liste, könnt ihr euch das anschauen, aber ihr könnt wahrscheinlich da keinen mehr kaufen oder vielleicht einen noch. Die sind alle gebannt aus Deutschland. Die darf man nicht mehr in Deutschland kaufen, ich glaube, die werden auch gar nicht mehr hergestellt teilweise. Also, nee, ja, das ist... Nee, ja, old school. Die haben jetzt auch schon 2.0 Version und alles. Ja, egal. Ja, und es war dann so, wir waren dann mit dem Cookie halt, zu dritt sind wir nach Passau gefahren und dann haben wir 3 von den Hardcore-Boostern gemischt. Also wir haben... Das war die 2.5-Scoop-Challenge. Das war meine Idee, dass wir sagen, wir haben 5 Hardcore-Booster und wir nehmen von jedem von den 5 Boostern einen halben Scoop und machen so einen Todesmix aus den Sachen 2.5 Gramm. 2.5 Scoops. Normalerweise sagen die für Anfänger halber Scoop pro Booster. Ja, gut, wir waren das auch schon gewöhnt. Ich würde es jetzt auch nicht empfehlen, dass ihr das einfach so nachmacht, ganz am Anfang. Ja, und dann war es halt so, wir haben da Bankdrücken gemacht, sind da komplett ausgerastet, glaube ich, irgendwie so. Und dann hast du dann auch noch Squats gemacht. Ich habe noch 145 Wiederholungen Squats, das weiß ich noch. Okay. Das ist ja ewig her schon. Ich kann mich da noch erinnern, wie du so drin warst. Hey, Leute, ich war da in so einem Psycho-Ding. Ich war da in so einem Suizidmodus so gefühlt. Also ohne Witz, du bist drin und du hörst nicht auf, bis du so zusammenbrichst. Und ja, nur um ehrlich mal, ich glaube, du und Gugi habt sogar nur 1,5 Scoops genommen, weil ich trinke halt Kaffee, deswegen habe ich gesagt, ach egal und so. Ich habe mir wirklich 2,5 Scoops reingehauen. Das sind über 1 Gramm Koffein. Das müsst ihr euch mal überlegen. 1 Gramm Koffein. Das sind ungefähr 20 Espressi. Das ist jetzt keine Übertreibung. Das sind wirklich 20 Espressi von der Koffeinmenge. Nur damit ihr euch das mal vorstellen könnt, was ich da intus hatte. Das ist unglaublich. Ja, und dann haben wir halt, wir haben auch ab und zu in der TGL immer verschiedene Booster dann ausprobiert, halt auch Hardcore-Booster. Und dann waren wir zum Beispiel wieder im Juli unterwegs und haben halt diesen, das war damals der, ich weiß gerade nicht mehr seinen Namen, den habe ich jetzt Cannibal immer Ferox? Ah, Cannibal Ferox. Der war damals offiziell auf der Liste, glaube ich, fast. Platz 1. Ja, der war Platz 1. Der war Platz 1 bei Garnikus, härteste Booster. Ja, stimmt, den habe ich mir dann damals gekauft, weil der hatte auch, glaube ich, 54 Milligramm Koffein pro Scoop. Also das war schon mal auch. So. Und der hatte halt, da gab es dann so verbotene Stoffe wie DMBA, der hatte halt Synephrin und so, diese ganzen Stoffe waren alle schon drin. Also die waren alle, das war einfach gemixt, weil jeder Hardcore-Booster hatte so einen Stoff, der ihn so ausgemacht hat und da war einfach alles reingemixt. Aber
Ja, und dann war es so, dann haben wir den genommen. Ja, das war halt typisches Hardcore-Workout. Wir sind alle eskaliert, manche mehr, manche weniger. Ja, und dann war es so, dann ist er halt heimgefahren. Also, wir wissen die Story jetzt auch nicht so genau. Das hat er uns dann erzählt. Und dann hat halt, er war halt dann so durch den Booster, durch den Wind. Er ist an der Ampel gestanden, das weiß ich noch. Er ist an der Ampel gestanden und hatte halt, war halt mit dem Fuß auf der Bremse. Und ist aber anscheinend durch diesen Crash, da bist du ja so down und schweifst die ganze Zeit so ab. Und er ist so unkonzentriert abgeschweift, dass er die Bremse aus Versehen so nachgelassen hat. Und da das ein bisschen an einem Hang war, ist er dann hinten im Auto hinter sich draufgerollt an der Ampel. Das musst du dich mal überlegen, wie hart der Crash ist. Ja, okay, das war's jetzt mit den Booster-Stories. So ein paar Stories. Wir haben wahrscheinlich, wenn wir noch länger nachdenken, fällt uns irgendwann noch krassere ein. Ja. Und wir erleben vielleicht auch nochmal heftigere. Hey, wenn ihr auch so krasse Storys habt, haut mir in die Kommentare. Ich finde es so lustig, wenn ich da wieder zurückdenke an diese Erlebnisse. Das ist richtig lustig. Das heißt, ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon so krasse Erfahrungen hattet. Und ihr könnt auch mal euren Lieblingsbooster runterschreiben. Eventuell würden wir die mal ausprobieren. Dann können wir mal so ein Booster-Training machen mit dem Booster, den ihr drunter geschrieben habt, wenn ihr dann den guten kennt. Ja, das war es eigentlich mit Teil 2 von Fortitude Stories, sagen wir einfach mal. Und wenn euch das gefallen hat, Like oben lassen und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, ciao!